We knew that attacking the Lindisfarne Bridge head-on was nothing short of the very height of folly. Jointly, we called for a general revamp and set off for Wayside Farms, aware that our empty bellies were the worst of advisors. Strengthened, we were able to push the Britons off the bridge, drowning the escapees in deep waters. In joy, we rejoined with our brothers, and now we were up to any challenge. And with the last line of defense gone, the path to Lindisfarne laid before us. We eagerly rushed the monastery, expecting easy victory. Yet we were wrong. As the notoriety of our actions spread over the countryside, the abbey filled with zealous defenders, a hard fight was brewing behind those walls. And to be frank, we couldn't wait to test our strength. Ja, hallo Freunde der Spiegeltour und zurück bei Annister Legacy. Der Kampf um die Stadt, die wir plündern wollen. I don't recall it being so fortified. Beziehungsweise das Kloster. Was aber nicht heißt, Moment, nein, das ist eine Stadt, kein Kloster. Und es ist echt riesig. Wahrscheinlich gibt es ein Kloster in der Stadt. Und wir als paar Wikinger hier vor der Tür sollen die erledigen. We will need a whole army. The villages nearby must become our resources. There is also an enemy garrison to the north. They will try to stop our expansion for sure. Everyone, on your feet! Richtig. Nun ja, Ulf muss überleben. Und ich sehe auch schon. Hier ist ganz schön was, wollte ich sagen, im Ofen? Bestimmt wollte ich sagen, im Ofen. Ich sag immer komische Sachen. Vor allem, wenn noch so früh am Morgen ist. So, zieht die Kaserne hoch, die es noch nicht gibt. Unglaublich. Jetzt kriegen wir auch die unterschiedlichen, was ist das hier? Die Segen. Um kurzzeitig irgendwelche Verbesserungen zu holen. There, let's go. Rüber ins Dorf. Schön, damit haben wir das erste schon eingenommen. Ah cool, da kann man Verteidigungstürme aufbauen in manchen Dörfern. Da ist ja doof. Dass wir da oben gerade so schlecht durchkommen. Kommen wir hier irgendwie in der Mitte lang? Nee. Shit, die werden jetzt direkt zu meinem Lager laufen, ne? Da müssen wir jetzt doch nochmal zurück. Godric ready. They will die. Wir brauchen mehr Zelte. Go, go, go! Denkt daran, es ist nur eine KI. Warum sollten wir es nicht hinkriegen?
Gebäude brennen schneller nieder. Oh shit. Rennt weg. Ja, ihr rennt natürlich rückwärts in den Feind rein dann. Ach, so ein Turm kostet 150 Holz, ey. Kein Wunder, dass ich den so also nicht so schnell hochkrieg jetzt. Na komm. Sie haben das zwar zerstört, aber nicht eingenommen. So, ich mach halt die fest. Dann könnt ihr nicht fliehen, die Bogenschützen, und dann machen wir die jetzt platt. So, dann bauen wir den ersten Wachturm. Weil ich kann die Truppen nicht auf beiden Seiten halten. Also so sehe ich das im Moment. Schneller. Da oben steht noch einer. So, der erste Verteidigungsturm steht. Holt euch die Penner. So, langsam haben wir aber alles stabilisiert. So, rüber. Moment, ihr müsst euch eben lazaretttechnisch heilen. So, gehen die jetzt automatisch zurück zu ihrer Arbeit? Denkt daran, dass sie anschließend nicht automatisch zu ihrer Arbeit zurückkehren. Ach so, man muss das wieder anklicken, das ist damit gemeint, ne? Ich weiß, dass ihr angegriffen werdet da. Ruft die Bauern zur Verteidigung.
under attack! Victory is ours! Men! Move quickly! So, ihr geht nach oben zur Verteidigung. Damit wir das Dorf da mal ein bisschen stabilisieren können. Godric ready! Let's get there fast! Godric! Schön, wir haben unser Startdorf auch wieder geholt. Spears on me! Moving out! Schützt den Übergang. Spearman! Fast, we're going there! So, gib Gas. Spears, listen! Let's go there! Godric ready! There! Let's go! They're attacking us! Godric ready! Spears, listen! Move quickly! Ich wünschte, wir könnten Truppen bzw. Kasernen weiter vorgezogen bauen. So, geht wieder arbeiten, Leute. Die Truppen sind da. Jetzt hören wir uns das Dorf auf der anderen Seite. Ich brauche die Nahrung von da. Listen up, Spear! Tread carefully! Let's go! Spear! Move with caution! Spear! Spearman! On the double! Tighten the line! Spears, listen! Godric ready! Sehr schön. I'm here! Ich weiß nicht genau, was passiert, wenn wir nicht genug Nahrung haben. Aber am besten schaffe ich es noch vorher, genug Nahrung zu produzieren. Spear! Godric! This way! Spearman getting better! Spears, listen! Spears, listen! Proceed slowly! Da kommen wir auf die Defensiv-Aufstellung. Da werdet ihr wohl trotzdem schaffen, das Vieh jetzt zu zerstören. Godric. Wieder auffüllen und Lazarett benutzen. Hier ist gleich der zweite Verteidigungsturm fertig. Und die Nahrung ist auf Null gefallen. Sehr gut. Beziehungsweise wir machen kein negatives Nahrungseinkommen mehr. Na, schafft das noch hoch? Nee. Hat sich alle die defensive Formation jetzt. Und weiter. Ihr macht das super, Leute. Holt euch das Dorf. Unsere Speerkrieger sind hier auch auf der anderen Seite am Vorrücken. Alles super. Rüber, 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 rüber.
Haltet die Schilde oben. Holt euch die Bogenschützen. Sehr gut, haben wir das Dorf auch eingenommen. Jetzt gleich können wir unsere beiden Armeen verbinden. Ich glaube, hier ist ein Wasser. Ja, ist ein Übergang. Hey, warum ist da unten plötzlich ein Gegner? Ah, okay, schon weg. So, ihr wartet eben. Schießanlage aufbauen. Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen. Ist ja nur kurzfristig. Ah, sehr schön. Hier kriegen wir nochmal eine Eisenanlage. Eisenanlage, Mine, whatever. Die Wikinger plündern unsere Lager. Go, 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 go. Ihr könnt euch direkt erholen. Das sind eh nur eine Truppe Bogenschützen. Und wie sind jetzt da unten die Speere dran vorbeikommen bei uns? Ich will noch nicht ins Lager reinrennen. So, ihr habt die Sperre zerstört, ne? Sehr schön. Na komm, ran da. Der muss mich nicht bemerken, dass wir von hinten kommen. Da kommt er nicht raus. Da haben wir schon auf euch gewartet. So, guckt mal, was mit der Garnison hier los ist. Wir nehmen den Buff für... Ach, können wir gerade nicht, weil wir nicht genug Nahrung haben. Ich hatte die Leute zur Verteidigung zurückgezogen. So, das Rathaus fackelt jetzt ab. Ein neuer Tag. Mehr Plünderungen starten. Das ist der einzige Weg rüber ins Hauptlager. Hier sind zwei. Also mache ich hier noch einen dritten Wachturm. Lauf, damit ihr die platt machen könnt.
Spear, listen! Spear! Coming back, sir! Die kommen nämlich einfach über die Brücke gelaufen, um mich zu ärgern. This village will be our rally point from now on. Spear! Move! Move! Burn it to the ground! Man! Unleash your wrath! Holt die Bogenschützen. Unser Rally Point ist komplett ausgebaut, ne? Ja. Die Schmiede hochziehen. Und ich glaube, mit 2 Zelten, 10 Truppen ist dann schon das Maximum. Weil sind ja alle gut drauf. Für Wikinger. Ja, brennende Menschen, überall stinkt es nach verbranntem Fleisch. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Hust, hust. Plündert das Kloster. Also das ist schon ein bisschen skandalös, die Darstellung manchmal, oder? Vor allem, es kommen immer mehr Leute rausgelaufen, während das Haus abbrennt. Wie eine riesige Produktionsanlage. Quickly! Spear! Warrior! Move! Move! Slaughterer! Toll, da werden wir jetzt angegriffen. Immer Stoffspeerkämpfer. Obwohl, das schaffen die ja wohl so. Einkommen leicht erhöht, Unterhaltskosten leicht verringert. Habt ihr irgendwas verloren? Nee. Gut, wenn alle da sind, erholt ihr euch erstmal. Oh, wir kriegen Besuch, Leute. This damaged wall looks like our entry point. Though it will take a siege machine to tear the walls down. Oh, es war so klar. There is a defense camp before the walls. We have to burn it down before moving on. Warum haben die echt viele Truppen da stehen? The garrison is gone. Good. Now we can gather forces at our own pace. Brother! Tend your wound. Get some rest. Balls of the archers! Archers deassemble! We've got to move! Men! Berserker! Get ready! Spit! Warriors! To battle! Head! Na egal, kriegen wir auch so. So, dann baut eine Belagerungsmaschine. Das wird aber dauern, bis ich die von hinten nach vorne gezogen habe. Sons of Odin! They're shooting at us! Bring them fear! Gab's da nicht noch einen Überweg? Was habe ich denn gesehen gehabt?
von Norden. Und im Norden sind nämlich keine Verteidigungstürme. Ich brauche gute Truppen. Was hat der? Ist das ein Katapulttyp? Ach, da ist eine Balliste. Sah nämlich erst so aus, als wenn er einen Penis trägt. Alles ist ein Dildo in dieser Welt. Sieht nicht so aus, wenn die Balliste das ist, was ich erwartet habe. Ah, sie tragen es und bauen es zu dritt dann zusammen, ne? Nur Verrückte hier unterwegs auf dem Schlachtfeld. Haut ab, sonst seid ihr tot. Archers at full squad! Spearmen! We're going there, fast! Archers! Keep it ready. We can't stay here. Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen. Bitte. Keep those ropes tight. Haben wir keine Katapulte? Brother, at speed. Attack! Spearman, move quickly. Attack! Haben wir dich. Spearman under fire! Fierce, listen, brother. Wir können noch ein bisschen Erfahrung so sammeln. Attack! At speed. Und zurück. Man siege squad. Brother, look right. Ah, schön, unsere Balliste ist da. You're headed out. Fire at this building! Fire! Yes, listen! Missile. We've got to move. They are shooting at us! Oh, guck mal, wie ich sofort von der Welle Gegner angegriffen werde, weil ich einmal mit der Balliste feuer. Technologiestufe. Noch mehr Power. So, zerstört den nächsten Schützenturm. Get some rest. Siege Squad, Bowman! Let the wind! Der Alarm dauert schon seine Zeit mit dem Ding. Keep those ropes tight. We can't stay here. Aim, fire. We can't stay here. Hau ab, hau ab, hau ab. Berserkers! Move! Spear! Keep it ready! Slaughterer! Spearman!
We can't stay here. Ach, warum bewegt ihr euch nicht einfach weg? To battle! Attack them quickly! Too slow! It's getting better! We can't stay here! Merkt, weil ich ein bisschen Angst habe vom Ansturm. Listen up, Spear! Buster Curse! Commencing! Warriors! Onward! Commencing! Warriors! Commencing! So, letztes Mal heilen und auffüllen. Und nach dem nächsten Angriff kommen wir. Let's go! Are we sure? Heavy access! Listen up, Spear! Men! Spear! Buster Curse! Get those ropes tight! We're taking enemy fire! Hey, ihr Penner, ihr sollt nicht Eigenbeschuss machen. Spear! Attack them quickly! Brother! Spearmen! Move quickly! Men! Let's build it here! Move quickly! Ich lasse ihn jetzt nachher einfach in die Fallgrube reinfallen. Dann ist nämlich der nächste Angriffstrupp einfach sofort tot. Genau das. Kann nicht sein, ey. Missile! Let's move out! Spear! Heavy access! Spear! Men! Let's go! Buster Curse! Listen up, Spear! We are heading out! Prepare an ambush! We are heading out! Warriors! Siege Squad! Tend your wounds! Spear! Brothers! Get ready! Ach scheiße, ich hab das Lazarett ausgemacht, aus Versehen. Tend your wounds! Spear! Missiles! Brothers! Rüstungsausbau. We are under attack! Spear! Attack! Warriors! Feet squad! Impale them! We can't stay here! Listen up, Spear! Feet squad! Quickly! Move! Move! We are heading out! Feet squad! Slaughterer! At me! So, vorwärts. Die ersten Truppen sind Speerkämpfer. Valhalla awaits! Listen up, Spear! Attack them quickly! Warriors! Anführer voraus! March! So, Angriffskraft erhöhen. Ben! Keep it ready! Move back!
Have you access? Unglaublich, ey. My axe is ready. Spearman! Feet squad! Always show here! Was ist das denn? It's Hrothgar and his men. They have catapults. It should ich werd bekloppt. Wir kriegen Unterstützung aus dem Norden. Da hätte ich schon viel früher angreifen können. Wir haben ein Überlebensproblem. Der eine wird das wahrscheinlich nicht schaffen. Wir werden die Stadt mit unseren Katapults siegen und diese Wand mit einer Ballista nehmen. Ihr müsst fliehen, ey. Das sollte den Trick machen. Ist ja so toll, dass ihr da oben hockt. I'm done waiting. Time to move. Wollt ihr mich verarschen? Na gut, ich komme wenigstens mit meinen Helden rüber. Damit das nicht so aussieht, als wenn ich feige wäre. I'm done waiting. Yeah, für die Wikinger! They don't have a chance! Spit! Move! Move! Iron Beard! Spit! Listen! Godric ready! Ach, da kommen seine Katapulte langsam. Na komm, mach die nackig. Souls of Odin. Take them down. They're no match. Let's go. Attack them quickly. Leute, die greifen die Katapulte von uns an. My ass is ready. For the god. Geht doch. Oh, der Katapult greift schon an. Machen wir einfach Masse statt Klasse. So, Kaserne zerstören. Wenn die Garnison weg ist, ist nur noch die Stadt. Da wird nicht mehr viel sein.
komme ja nicht dazu, meinen Kaffee zu trinken, während ich spiele. Ja, zerstört die Schießanlage. Dann bleibt noch die Kirche da unten, sind alle Produktionsgebäude platt hier. Ah ne, die Schmiede steht da oben noch. Aber da kommen ja keine Einheiten raus. Wenn du fast unendlich Ressourcen hast und trotzdem nicht ganz durchbrichst. Entschuldigung. Weil wenn eine Balliste, um die Mauer zu durchbrechen. Du hast da wohl den Arsch offen. Let's go! Weil wir jetzt von ganz am Anfang nochmal eine Balliste hier hinbringen kann. Oh verdammt, ich muss wirklich eine Balliste von vom Start holen. Listen up, Spear! Have you access? Let's go home! Die wollen ja von dem anscheinend nicht. Da hat der denn schön, so ein schönes Katapult hier stehen und ich kann damit nichts machen. So, jetzt fehlt mir ein Beschleunige das Spiel. So, ich hatte einen kurzen Break drin. Und bin gerade ein bisschen verwirrt, weil ASWD nicht zum Kartenbewegen funktioniert. Habe ich das nicht die ganze Zeit benutzt? Ich hatte gerade einen Telefonanruf, deshalb musste ich mal einen kurzen Break reinmachen. Ah, jetzt klappt's auch wieder. Sehr schön. So, Balliste ist unterwegs. Es dauert nur 8000 Jahre. Ja, so lange verbrennen wir ein paar Häuser. Entschuldigung. Ich habe mir schon einen Kaffee wieder gemacht, einen zweiten. Im Moment ist mein Kaffeekonsum wirklich schrecklich. Lauf, 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 lauf! Wir wollen eigentlich die Schätze des Klosters haben. Und die erste Bücherverbrennung der Geschichte durchführen. Level it to the ground! Siege Squad!
Und jetzt beschießen wir es 2 Jahre und dann geht die Mauer kaputt. Oh, es wird dunkel. Ah. Naja, wenn die Wikinger hier vielleicht einen Katapult bekommen hätten, wäre es cooler gewesen. Weil diese Balliste, habe ich so das Gefühl, die wird eigentlich das nicht schaffen. Macht ruhig Fackeln an. Wir gehen plündern. Fast ein bisschen knubbel-like wie bei Total War spielen. Nur mit weniger Truppen natürlich. It's much too quiet. The Abbey cannot have just been abandoned like that. Hurry. Keep ready. Seal bearer. Au noir. Keep ready. Seal bearer. Let's move out. Die geben natürlich nicht das Kloster auf. Wo ist denn der Aufstieg? Okay, da ganz unten. Ah, ein Hinterhalt. Haben sie in den Häusern versteckt und gewartet, bis wir weit genug drin sind, um dann rauszukommen und uns zu ärgern. Aber diesen zivilen Mob, das ist ja Müll. Und weiter mit euch. Blut, Wolfsfälle. Wo auch immer der den weißen Wolf her hat. Ach, Hauptsache er sieht cool aus. Wir sehen bei Steam inzwischen 300 positive Bewertungen. Hat das Spiel auch verdient. Also. Look, these are Ragnar's trackers. He's late as usual. Gods have blessed us with strength. Warriors! Muss ich dem jetzt auch noch helfen?
Also wenn ich jetzt noch was hole nach vorne, dann kann das nur... hier die Geschichte sein mit den Speeren. Nur noch Reiter. Ansonsten vom Lager jetzt noch irgendwas reinholen. Ich gehe übrigens die ganze Zeit offensiv. Damit eine zahlenmäßige Überlegenheit besser ausgespielt werden kann. Deshalb kriegen die immer das Offensiv-Upgrade. Bitte erschlagt mich nicht! Das Kamerawackeln kann man übrigens ausschalten. Weiter, da sind noch mehr Bogenschützen. Tja, sieht so aus, wenn die an der Küste total verkacken, oder? Elite-Einheitsskill. Erreiche die Höchststufe mit einer Truppe. Tja, ich komme zu spät, um die Truppen auf den Langschiffen zu unterstützen. Oh, sehr schön. Die Reiter holen mal eben alle Gegner aus den Gebäuden raus beim Durchlaufen. Und werden niedergemäht. Das Angriff von hinten. Obwohl die Front ist gleich ausgeschaltet. Sehr schön. Dreht euch um, macht den Rest platt. Leider konnten wir Radrik mit seinen Truppen oder wie auch immer jetzt hieß nicht mehr unterstützen. Einfach alles niedergeschlachtet wird. Da, glaube ich, hängen die Truppen im Gebäude fest. Moment, bleibt mal eben kurz stehen. Mach mal eben Lazarett an. Komm, die Truppen sammeln. Rodgar ist auf dem Weg in die Festung, beziehungsweise ins Kloster. So, seid ihr fertig? Gut. Dann haut mal ab. Go, 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 unterstützt ihn. Dann können wir vielleicht den Helden noch retten.
Bewegungsgeschwindigkeit leicht erhöhen. Und die Wegfindung läuft doch eigentlich ganz gut. Irgendjemand hatte mal in die Kommentare geschrieben, dass die Wegfindung richtig schlecht wäre, aber... sind doch gut unterwegs, die Leute. Das werden denen seine Truppen nicht schaffen. Und da oben irgendwo sind Bogenschützen. Es wird schon wieder Nacht. Wenn die in den Nahkampf gehen, schalten die Fackeln aus. Warum fackeln sie nicht die Gegner einfach ab? So weiter. Oh, der vorne gefällt mir richtig gut. Lindisfarne fell. With heavy bags encumbering us from the gold and trinkets, I boarded the ship, leaving for another adventure later. I heard my countrymen claim such terror has never plagued the homeland. I've seen my share of suffering too. I lived through it and survived. And let me tell you, this is just a start, as the age of the Vikings has just begun. Ach, sehr schön. Damit haben wir das erste Kapitel abgeschlossen.